So. Jetzt haben wir doch die Karte dazu noch genommen. Ich weiß jetzt zumindest, wo ich lang muss. Und ja, ich hatte recht, das ist eine unsichtbare Wand, die ich noch quasi nehmen muss. Und zwar fast am Anfang, wo ich heute Anfang der Aufnahme war. Schön. Naja. Man sollte eben doch zumindest die Karte aufhaben bei diesem Spiel. Das ist einfach sonst, man verpasst einfach irgendwie was. Also so viele Sachen, die dann doch irgendwie untergehen. Ich könnte Taya hier Haltern geben. Habe ich noch Haltern übrig irgendwo? Ja. Sehr stark. Ich speichere vorher. Das ist ja keine schlaue Idee. Und ich speichere vor allem vorher auf Test, weil jetzt, wo ich wirklich bin, ist es auch doof. Ich hoffe mal, dass sie es überlebt, aber... Ich gehe eigentlich davon aus, sie ist da nicht ausgerechnet, als zu überheilen, das passt. Ich gehe davon aus, dass ich sie auch mit Firion heilen kann vom Gift. Ansonsten muss ich natürlich echt einen Gift-Typi aufsuchen. Was anstrengend wäre. Guck mal hier, genau das da. Man sieht es eigentlich schon auf der Karte, da ist irgendwas. Und das müsste die Wand sein, die einzutreten ist. Ja. Jedenfalls wäre es schön doof, wenn ich deswegen jetzt noch Heiler aufsuchen muss. Denn ich weiß nicht, wo der nächste ist. Ja, die Falle mal wieder. Ist das die hier? Tatsache. So. Problem gelöst. Und die ist aber immer noch als Wand, okay. Naja. Ich muss halt nur gucken, dass sie jetzt nicht so viel Schaden durchs Gift und dann stirbt. Und zumindest weiß ich, es ist keine Krankheit. Also dürfte ihr ganzer Statuswert... Aua. Dürften ihre Statuswerte davon unberührt bleiben. Aua, 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 aua. Das sah mal nach einem schmerzhafteren Kampf aus. Warum auch immer. 25, ja, war wohl ein besserer Kampf auch tatsächlich. Naja, jedenfalls und so, ne? Einschlagen. Eine Truhe. Übrigens, ja, tatsächlich, bei diesen Heuballen soll man irgendwas Dinge finden können, aber keine Ahnung. Orksäbel, Weinflaschen, blabla, Orkschmuck, nee. Dolch, achso, schwer. Ich habe Schwerte gelesen erst, in Klammern, das wäre irgendwie merkwürdig gewesen. Schwer, na gut. Ist okay. Säbel, Dolche, Fackeln, Zunderkennen, nee, braucht man alles nicht. Du hast ja keinen Pfeilbogen, warum auch immer nicht ausgerüstet. Hat das Spiel uns wieder weggenommen. Ich fange mal so an. Ich hätte eigentlich die näher liegenden nehmen sollen, oder? Oh nein. Aber du hast doch eine Giftwaffe, oder nicht? Zählt das noch? Weiß man nicht so genau. Ich müsste auch treffen dafür. So, du auf jeden Fall das hier. Genau. Ganz lässig gesagt. Oh Mann, er lebt ja auch noch. Das missfällt mir. Das missfällt mir sehr. Stirb. Ja, brav. Firion tut mir ein bisschen leid, aber der musste erst ein bisschen durchhalten. Hilft ja alles nichts. So. Wobei, ich kann auch angreifen, ne? Der müsste ja echt tot sein. Siehst du? Sag ich ja. Ja, kommt doch hier! Zack, die Zack! Mist. Fulmen! Ganz cool und lässig wieder. Sag ich ja. Wieso? Ach, du Kacke! Firion, halt durch. Vielleicht komme ich doch lieber zu dir und helfe dir direkt. Das haut so nicht hin. Da habe ich Angst, dass er jetzt mir drauf geht. Ist ja auch kein normaler Typ. Es ist ja ein Mega-Ork, ne? Komm, was soll's. Haben wir hier mal volle Kanne. Genau. So, haben wir es mit 20 gewesen. Ich glaube, ich habe es nicht genau erkannt. Das war schnell wieder weg gewesen. Aber ich glaube, es war 23. Also ein bisschen mehr als Fulmen macht. Aber offenbar noch nicht genug. Eins. Und Angriff. Ja, der Zwerg ist verteidigt. Der hat genug Sachen. Der hat Rüstung und sowas. Macht das ruhig. Der lässt sich davon nicht beeindrucken. Das sage ich euch. Oh, aber der lebt lange. Fulmen. Oh Mann, oh. Ich verklicke mich sehr oft heute irgendwie. Ich hoffe, der hat nicht schon Schaden genommen. Das wäre ein bisschen Verschwendung, aber was soll's. Nee, das war okay. Der lebt ja immer noch. Hm, ich
muss auf jeden Fall das Rapier wechseln bei seinem, bei Taya. Das Gift scheint entweder nicht mehr zu wirken oder generell ist es kaputt und es geht nicht wie in Teil 1. Ich stütze meine Erfahrung auf Teil 1, wo es trotz kaputter Waffe mit Gift wunderbar funktionierte. Oh, er lebt immer noch. Ob das hier auch so ist, weiß ich halt nicht. Nee, offenbar nicht. Offenbar überhaupt nicht. Zwei Schadenspunkte ist nichts. Wenn noch Gift dran ist, dann ist das einfach nichts. Also gleich die Waffe wechseln. Mach ich ja wahrscheinlich erst nach dem Kampf. Na endlich. Die hat aber auch dieses Lebenspolster gehabt, Mensch. Das war unnormal. Und für Alt werde ich mir gleich, glaube ich, einen Zaubertank mal reservieren. Oh, das war knapp. Da wollte ich gerade kontern. Habt ihr gesehen, ne? Hat er aber nicht geschafft. 20 Leben gehabt, BTF. Ich hatte schon Schaden genommen durch Zauber. Also manche haben echt abartig viele Leben, manche sind halt wenig. Sehr ulkig zusammen konstellationiert irgendwie. Ja? Konstellationiert ist ein offizielles Wort. Copyright bei mir. Bei mir. Wie so viele andere Wörter auch. Ach, was soll's, komm. Die haben's ja. Dauert nicht lange. Läuft. Fällt mir ein, was jetzt eigentlich auch das eigentlich machen, ist jetzt auch egal. So. Easy. Und jetzt gucken wir mal eben. 21. Hat sich das auch verändert? War auch schon eben 21 gewesen oder was? Das gibt's da wohl nicht. Mann! Wo bin ich jetzt da? Aber ja, auch hier zum Beispiel. Upala. Zeigt die Karte mir hier bei dem Stroh eine Zahl an. Aber ich laufe rüber über diese Strohnester, da ist überhaupt nichts. Da ist einfach nichts. Ich kann da nichts machen. Also irgendwas stimmt da nicht. In diesem Regal liegt allerlei Plunder, leere Säcke gestapelt, aber auch so wertvolle Sachen wie rostige und verbogene Nägel. So Zeug eben. Ah ja, ist okay. Kaum vorstellbar, dass ihr mit dem Plunder aus dieser Kiste etwas anfangen könnt. Alte Tücher, Teile von Flaschenzügen, eine Speerspitze, ein zerschlagener Glasspiegel und bla 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 bla. Alles langweiliges Zeug. Gut, vielen Dank für nichts. Mann. Gönnt aber auch gar nichts hier. Ein bisschen Goldschmuck und so, ja, aber ich sollte mich echt langsam wieder mal heilen, oder? Ich meine, holt mal mein Leben an. Die gehen doch langsam runter. Dies ist ein massiver, ziemlich schmuckloser Steinsarkophag. Komisch, dass ihr keinerlei Grabeigaben entdecken könnt. Wollt ihr ihn untersuchen, öffnen und so weiter und so fort? Untersuchen wir ihn mal erstmal, ja? Exzellente Steinmetzarbeit. Ja, schön. Ihr könnt jedoch keine Inschrift oder ähnliches erkennen, was auf den Besitzer des Sarkophages hinweist. Dann öffnen. Unter großer Mühe gelingt es Taya und Sephiroth, den Deckel zur Seite zu schieben. Mit einem dumpfen Poltern fällt er auf den Steinboden und gibt den Blick auf das Innere des Sarkophages frei. Eine Mumie! Offensichtlich jenes Zwergs, die sich gerade erhebt. Was meint ihr wohl, warum die Orks die Schutzzeichen an die Tür gebaut haben? Ja, gute Frage. Oh, sieht doch niedlich aus, der Zwerg. So, tot. Heißt der auch Zwerg oder heißt der Mumie? Einfach nur ein untoter Zwerg, das ist doch keine Mumie. Wenn es eine echte Mumie wäre, glaube ich, wäre es die erste seiner Art. Ich glaube, ich habe schon gegen untote Zwerge gekämpft, oder? Es kommt irgendwas optisch vertraut vor. Das heißt aber für mich in dem Fall wahrscheinlich keine Erstbegegnungs-AP. Schade. Aber ich will mich da nicht festnageln. Verdammt, das war der richtige gewesen. Vielleicht geht er doch welche und ich bin nach einem Level hoch. Werden wir gleich sehen. Ich brauche ja nur noch 20 AP mit Taya. Aber nein, das hat nicht gereicht. Das war ein AP. Ja, na, super. Mann. Ist sie krank unvergiftet, habe ich gerade gesehen? Ach, nö. Krankheiten heilen. Ach, komm schon. Die freckt uns langsam, sage ich euch. Oh. Hätte ich mich mal nicht mit Talent geheilt, verdammt. Das war ein großer Fehler. Rückblickend. So. Jetzt gibt's hier immer noch was, aber hier ist nichts. Und da unten ist auch nichts. Also,
Es gibt noch ein bisschen Räume, aber es gibt da nichts. Es gibt keine Begegnung mehr, es gibt keine Items, es gibt einfach nichts. Deswegen kann man jetzt tatsächlich getrost ins nächste Level gehen. Wobei ich fast überlege, das Ganze hier zu verlassen und mir einen Heiler zu suchen und später wieder zu kommen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass Taya jetzt doch ins Reich des Boron übergehen könnte mit der Zeit. Kann ich auch mal nichts tun, um mir irgendwie zu helfen. Und wer weiß, wie lange das noch dauert. Ich meine, ich kann ja mal aus Spaß und Freude ein bisschen schlafen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich dann, weil ich jetzt vergiftet und krank, ob ich beides heilen kann oder ob ich da wieder irgendwie schlafen muss. Naja. Ja, ist okay. Ich meine, ich habe ja ein bisschen Proviant, so ist nicht. Aber das mag ich einfach nicht, dass sie ja so ist, wie sie ist gerade. Wie, noch nicht? Immer noch nicht? Ach, Mist. Oh, ich habe gedacht, das geht jetzt einfach so. Mal so. Meine Güte, das echt eine Nacht reicht aus. Ich meine, ich war jetzt mitten am Tag, also es war schon Nacht, wo ich jetzt geschlafen habe. Ist also keine ganze Nacht gewesen. Guck, wie es jetzt aussieht. Was? Oh! Das Gift ist von alleine weggegangen. Das ist noch besser. Gut, okay, das dazu. Da muss ich nur noch Krankheiten heilen. Oh, das... Nochmal schlafen. Meine Güte. Au. War ja zu erwarten, dass was passieren kann. Zack, 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 zack. Ah! Komische Wölfe. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Hey, ich war gerade in der Erstbegegnung. Zumindest kam es mir unbekannt vor. Ich habe 4 AP nur, die ich brauche. Das läuft da doch wieder irgendwie. Der Edelstein, ach so. Essen habe ich auch noch genug und Hunger. Gut, alle haben immer noch Hunger, aber offenbar ist der Hunger nicht gestiegen beim Schlafen, interessanterweise. Da muss man sich also keine großen Sorgen machen, das wird wohl noch ausreichen. Krankheiten. Ach, das ist doch nicht wahr. Nein. Wachen aufstellen diesmal. Das kann nicht sein, dass sie immer noch nicht heilbar ist hier, oder was? Ja, schon klar, dass sie jetzt mies drauf ist. Das ist mir völlig bewusst. Das kann so nicht weitergehen. So. Ach, Schwein gehabt. Okay, ich konnte ihr helfen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Da sie ja diese Krankheit durch ein Gift bekommen hat, hätte es ja durchaus sein können, dass das jetzt auch mal so bleibt. Und ich da nicht heilen kann, weil ich nicht die richtigen Kräuter dabei habe. Es ist nicht dieses typische Dumpfschädel und so weiter, was ich jetzt hatte. Ich bin schwer in der Sackgasse, was? Nein, nicht ganz. Also gut, alles in Ordnung. Ich habe sie geheilt. Ich habe auch alle jetzt ein bisschen mit Leben versorgt durch Schlafen. Ist nicht ganz verkehrt. Und ich habe auch noch genug zu essen dabei. Also alles ja nicht besser als vorher. War nicht die dümmste, hier zu schlafen. Gut, hier war der richtige Weg. Fein. Nee, ich muss ja da wieder hin. Genau. Und dann hier in den Norden reisen. La la la. Ich hätte ganz gar nicht einen Kampf. Dann müsste Taya dann langsam echt mal ein Level up sein. Ach nee, 4, nicht 2. Verdammt! Ich brauche noch 2 Kämpfe wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch mehr. Man weiß es nicht so genau. Ist aber so ein Stück weit Wundertüte. Mit den AP. So, aber nach oben. Und dann müsste es ja jetzt gleich runter gehen, die nächste Ebene. Jawohl. Da-dam. Dam-dam-dam-da. So, da wären wir. Natürlich habe ich gerade kein Kartenmaterial. Weil ich ja die vorherige Karte aufhabe. Also jetzt bin ich komplett blind in dieser Karte. Was mir so halb gefällt. Mal sehen, was haben wir da drin? Nee. Eine Truhe, nichts zu holen. Schwache Sache. Na, ich wollte ja haben. Fackeln hat ja eine Öde, nein, danke. Kletterangriff. Ich glaube kaum, dass ich noch was finde, was total wichtig ist. Ich habe jetzt die Inventarliste, was man hier noch so finden kann in dieser generellen im Dungeon. Die habe ich jetzt überflogen gehabt. Kann sein, dass da was ganz Cooles noch drin ist, außer dem Gold, was ich jetzt auch schon habe. Aber ich halte es tatsächlich für unwahrscheinlich. Denn ganz große, wichtige Sachen werden bestimmt irgendwie extra erwähnt worden in den Lösungen.
Weil sowas ja dann tatsächlich sinnig sein könnte, oder? Was? Nicht geschafft? Und nicht mehr so eine Tür, was nicht aufgeht hier. Das gibt's doch nicht. Okay, ist ja gut. Dann lassen wir es, wie es ist. Gibt's bestimmt Mechanismus für irgendwie oder Schlüssel? Ich habe ja Schlüssel schon, aber offenbar haben die es nicht gebracht. Was haben wir hier? Neuen Dungeon-Bereich. Oi!